Und einer kommt heutzutage, er hat einen Laden, er sagt, schau mal, ich trinke den Alkohol nicht selber. Wer hat ihn jetzt betrogen? Shaitan. Er hat ihm gesagt, solange du ihn nicht trinkst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und so argumentieren viele Geschwister im Übrigen, wenn man sie darauf anspricht, warum er Alkohol verkauft. Was sagt er? Ich trinke ihn nicht selber. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنًا. Wenn Allah eine Sache verbietet, allgemein, ist der Alkohol verboten? Ist das Schweinefleisch verboten? Sind die Zigaretten verboten? Ihr seid der Strenge, nicht, dass ihr Salafisten seid. Wenn Allah eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Du darfst nicht damit Handel betreiben. Weder kaufen, noch verkaufen, noch lagern, alles verboten. Warum? Weil Allah diese Sache verboten hat. Wallahi, bei uns in Berlin heißen diese Läden Spätkaufladen. Ich weiß nicht, habt ihr auch diese Läden hier? Spätkauf bedeutet, der Laden ist 24 Stunden offen. Ich habe noch nie einen Deutschen gesehen, der so einen Laden hat. Alle, die diesen Laden besitzen, sind wer? Sind unsere Leute. Muhammad, Ali, Mesut, Yilmaz, alle dabei. Sie haben diese Läden und verkaufen dort alle Sorten von Alkohol. Du wirst keine Farbe vermissen von einer Flasche, außer dass du sie dort siehst. Alle Farben. Und subhanallah, diese Leute, sie zerstören so viele Häuser bei Allah. Denn wer Alkohol trinkt, wozu ist er danach in der Lage? Zu allem. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Al-Khamr gesagt? Die Überlieferung ist Hassan. Und wenn ich mich erinnere, bei At-Tabarani überliefert, er sagte, Al-Khamru Ummul Khabaith. Der Khamr ist die Mutter von allem Übel. Was heißt von allem Übel? Wer Alkohol trinkt, ist in der Lage danach alles zu tun, bis Leute, wal-iyadu billah, nachdem sie Alkohol getrunken haben und besoffen waren, nichts mehr mitbekommen haben, ihre Mutter zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben und ihr mit dem Tod gedroht haben. Und als er wieder bei Sinnen war und gesehen hat, dass er das Abscheuliche mit seiner eigenen Mutter ausgeführt hat, hat er sich danach selber erschossen. Die Mutter von allem Übel. Yachi, wie kannst du die Häuser von anderen Menschen zerstören? Ganz gleich welcher Rasse, ganz gleich welcher Nationalität, ganz gleich welcher Religion. Wie kannst du die Häuser von den anderen zerstören? Wie kannst du ein Grund dafür sein, dass Verbrechen hier und dort stattfinden, nachdem man alkoholisiert war? Und sie verkaufen noch anderes. Ich brauche euch das nicht zu nennen. Ihr seid selber mitten in einer Stadt, wo ihr auch vieles seht und wo euch nichts entgeht. Sie verkaufen alles, liebe Geschwister. Ya dakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dakir al-ashab, kum mutaddiban. Wa'arif azeema manazil al-ashab. Hum safwatun rufi'u bi sohbati ahmada. Wa bidaka qad fussu min al-wahhabi.